Hallo zusammen, heute stelle ich euch einen Bereich der physikalischen Chemie vor. In diesem Video geht es um die Verdampfungsenthalpie eines reinen Stoffes. Im Laufe des Videos gehe ich auf die folgenden Punkte ein. Zunächst das Allgemeine, danach die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, beispielsweise was ist Dampfdruck, wann herrscht ein Phasengleichgewicht, wovon ist der Dampfdruck abhängig, sowie der Dampfdruck am Beispiel von Wasser, wobei ich dabei das Zustandsdiagramm von Wasser zeige und erkläre. Danach zeige ich den Versuch der Verdampfungsenthalpie und den Aufbau des Versuches. Und danach gehe ich auf die mathematischen Zusammenhänge und die Versuchsauswertung mit der Clausius-Clapeyron-Gleichung und der Dampfdruckkurve ein. Zunächst zum Allgemeinen. Zunächst möchte ich auf die Aggregatwechselungen eingehen, die ein Stoff betreffend dieses Themas haben kann. Eine Substanz kann den Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig wechseln, also er verdampft. Und eine Substanz kann den Aggregatzustand von gasförmig zu flüssig wechseln, also sie kondensiert. Niedriger Dampfdruck heißt, dass die vorliegende Substanz äußerst stabil vorliegt. Nun zu der Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Was ist Dampfdruck? Dampfdruck ist ein Sonderfall von Phasengleichgewicht. Die Moleküle wechseln gleichermaßen von der einen Phase in die andere Phase, wenn die betroffene Substanz in beiden Phasen gleich stabil ist. Partialdruck im Gleichgewicht kann als Dampfdruck bezeichnet werden. Man kann den Dampfdruck als die Fluchttendenz bezeichnen, die eine Substanz aufweist, um von der flüssigen Phase in die Gasphase zu wechseln. Wann herrscht Phasengleichgewicht? Die kinetische Definition ist, es herrscht Gleichgewicht, wenn die Verdunstungsgeschwindigkeit einer Flüssigkeit genauso hoch wie die Kondensationsgeschwindigkeit seines Gases ist. Die thermodynamische Definition ist, ein Gleichgewicht herrscht dann, wenn die Instabilität einer Substanz in beiden Phasen gleich hoch ist. Das chemische Potential ist in der einen Phase genauso hoch wie in der anderen Phase. Nun zu der Abhängigkeit des Dampfdrucks. Der Dampfdruck ist stark abhängig von der Temperatur, also wenn die Temperatur steigt, steigt der Dampfdruck exponentiell. Der Dampfdruck ist auch abhängig von der Reinheit des Stoffes und der Dampfdruck ist abhängig von der Oberfläche. Der Dampfdruck ist bei Tröpfchen beispielsweise höher als bei einer ebenen Fläche, weil die Fläche größer ist. Der Dampfdruck ist von der Flüssigkeit abhängig. Sieht eine Flüssigkeit bei einer geringeren Temperatur als eine andere Flüssigkeit, so hat diese Flüssigkeit bei gleicher Temperatur einen höheren Dampfdruck, also Flüssigkeit, die erst bei einer höheren Temperatur siedet. Nun zum Dampfdruck am Beispiel von Wasser. Zunächst das Allgemeine. Bei 0 Grad Celsius haben festes Eis und flüssiges Wasser gleichen Dampfdruck. Also sie liegen gleich stabil vor. Wasser hat bei folgenden Temperaturen folgende Dampfdrücke. Bei 0 Grad Celsius hat es einen Dampfdruck von 0,6 kPa, bei 20 Grad Celsius einen Dampfdruck von 2,3 kPa und bei 100 Grad Celsius, also der normalen Siedetemperatur von Wasser, einen Dampfdruck von 101,3 kPa. Festes Eis hat einen niedrigeren Dampfdruck als flüssiges Wasser, der gleichen Temperatur. Festes Eis hat bei minus 10 Grad Celsius einen Dampfdruck von 0,26 kPa. Flüssiges Wasser hat bei minus 10 Grad Celsius einen Dampfdruck von 0,29 kPa. Das heißt, dass festes Eis stabiler ist als flüssiges Wasser. Hier sehen Sie die Zustandsdiagramme von Wasser. Auf der linken Seite sehen Sie es dreidimensional, auf der rechten Seite zweidimensional. Nun möchte ich die Zustandsdiagramme erklären, beziehungsweise auf Eigenschaften des zweidimensionalen Zustandsdiagramms eingehen. Es gibt drei Kurven im Dampfdruckdiagramm eines reinen Stoffes. Die Dampfdruckkurve, sie trennt im Diagramm flüssige und gasförmige Phase und sie beginnt im Tripelpunkt und endet im kritischen Punkt. Dann die Sublimationskurve. Entlang der Sublimationskurve sind die feste Phase und die gasförmige Phase im Gleichgewicht. Zuletzt die Schmelzdruckkurve. Entlang der Schmelzdruckkurve sind die feste Phase und die flüssige Phase im Gleichgewicht. Nun zu zwei weiteren Punkten des Zustandsdiagramms. Alle drei Kurven treffen sich in einem Punkt, dem sogenannten Tripelpunkt. Im kritischen Punkt gleichen sich die Dichten der flüssigen Phase und der gasförmigen Phase. In diesem Punkt unterscheiden sich gasförmige Phase und flüssige Phase nicht mehr. Nun sehen Sie den Aufbau des Versuchs für die Verdampfungsenthalpie. Auf der linken Seite sehen Sie die Vakuumpumpe. In der Mitte des Bildes etwas höher sehen Sie das Thermometer, das in einem Rundkolben steckt. Oben rechts sehen Sie einen kleinen Bildschirm, welcher die Druckanzeige ist. Im Rundkolben befindet sich ein Rührfisch.
Der Rundkolben befindet sich in einem mit Eis gefüllten Eisbehälter. Dieser steht auf einem Magnetrührer und der Magnetrührer steht auf einem Laborball, damit die ganze Apparatur etwas höher steht. Nun zu dem Video zu dem Versuch der Verdampfungsenthalpie. Zunächst wird die Substanz, in diesem Fall Methanol, auf minus 16 Grad Celsius heruntergekühlt. Zeitgleich wird das System mit einer Vakuumpumpe abgesaugt. Danach wird der Eisbehälter kurz ausgeleert und wieder darunter gestellt. Ab 0 Grad Celsius wird der Eisbehälter komplett weggenommen und ab 15 Grad Celsius wird ein Gefäß mit Wasser mit Zimmertemperatur darunter gestellt, um das Erwärmen des Methanols zu beschleunigen. Bei 20 Grad Celsius wird der Versuch beendet. Nun zu den mathematischen Zusammenhängen und der Versuchsauswertung. Hier sehen Sie in den äußersten linken drei Spalten die Messergebnisse des Versuches. Ganz links sehen Sie die Temperatur, die innerhalb des Methanols gemessen wurde. Rechts daneben sehen Sie die Temperatur in Kelvin, da wir im Folgenden mit SI-Einheiten rechnen müssen. Und daneben sehen Sie den dazugehörigen Druck. Bei der Clausius-Clapeyron-Gleichung kann man die Dampfdruckkurve auswerten, indem man den Logarithmus des Dampfdrucks gegen den Kehrwert der absoluten Temperatur aufträgt. Daraus ergibt sich eine Steigung. In diesem Fall beträgt die Steigung minus 4605,4. Mithilfe der Steigung kann nun die molare Verdampfungsenthalpie berechnet werden. In diesem Fall beträgt diese 38.289 Joule pro Mol. Nun zu der Dampfdruckkurve. Sofern eine Substanz und ihr Gas in einem thermodynamischen Gleichgewicht existieren, so ist der Druck eine von der Temperatur abhängige Funktion. Dieser temperaturabhängige und stoffspezifische Druck wird als Dampfdruck bezeichnet. Der Graph der Funktion wird als Dampfdruckkurve bezeichnet. Die Dampfdruckkurve endet im kritischen Punkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.